Ach so. Hallo, Heinrich Junior, wie geht's? So weit sind wir noch nicht. Oh, aber bald. Ach. Ich habe es nur am Rande mitbekommen, dass du komplett weggezogen bist. Ja, ich bin jetzt in der Nähe von Hildesheim. Hildesheim. Ja. Das sind ein paar Kilometer, oder, von hier? Ja, also in die Firmenzentrale fahre ich so 7,5 Stunden mit dem Auto. Okay. Aber so wie es aussieht, macht es ja viel Spaß. Aber von dir sieht man irgendwie gar nichts mehr hier. Bist du mal wieder außer auf diesem Smoke on the Water? Bist du da mal wieder im Süden unterwegs? Ja, also wir haben aktuell sehr viele Projekte am Start. Ich will auch gar nicht dein Video so crashen, aber ich hatte jetzt gerade mal die Möglichkeit, mit dir online zu gehen, nachdem du mich schon einige Male gefragt hattest. Sehr schön, freut mich. Aber du brauchst ja gar keine. Doch, ich habe die Oh. 1492 Short Perfecto am Start. Ja, hatte mal richtig Lust, ist heute Lecker. meine erste. Und Sehr gut. um auf deine Frage zurückzukommen, ja, ab und an bin ich noch mal da. Also Smoke on the Water begleite ich jetzt persönlich nicht. Das kann ich leider nicht. Das schaffe ich aus zeitlichen Gründen nicht. Ach, das ist Don Pepone, oder? Yes, genau richtig, ja. Okay. Ich bin ja aus Gründen der Familienplanung zurück in die Heimat gezogen. Und zu dem Zeitpunkt bin ich quasi ja, ganz nah dran an der Geburt meiner zweiten Tochter. Ah, ach, du Ja. hast schon eine Tochter. Das wusste ich auch nicht. Ja, Wie alt ist die schon? jetzt 11 Monate. Ach so, das wusste ich gar nicht. Herzlichen Glückwunsch. Hallo, Yes. servus. Ja, deswegen hat sich alles geändert. Und deswegen bin ich Okay. jetzt zurück in die Heimat. Das war dann eben auch verbunden mit der neuen Position zum Markenbotschafter, weil ich eben den Außendienst im Süden nicht halten konnte somit. Und jetzt kommt nochmal Kind Nummer 2. Das heißt, es wird nochmal vorübergehend ruhig. Aber dann kommen wir mit richtig geilen Sachen. Also wir haben viel vor. Hört sich sehr gut an. Übrigens habe ich die Vega Fina Jalapa habe ich auch am Start jetzt doch. Ich war überrascht von dem geilen dicken Format. Sieht richtig gut aus. Probiert auch schon? Nee, also ich habe jetzt im Päckle heute abgeholt erst mit dieser Legados der neuen hier und die kommt dann morgen dran. Wie bist du zufrieden mit der Zigarre, die du jetzt gerade rauchst? Also ich muss sagen, ich bin jetzt nicht der Patagas-Freak. Also ich mag die Patagas Maduro übel und die Millefleurs. Der Rest ist für mich so gut, aber mehr auch nicht. Die startet sehr, 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 sehr pfeffrig. Also ich war überrascht, dass sie schon ordentlich Bums hat, was das angeht. Jetzt ist sie halt eher im herrlichen Teil. So ein bisschen Leder, so ein bisschen Kaffee, so ein bisschen typisch Kuba einfach. So dieses erdige, ledrige, dieses peppige einfach. Die ist einfach noch sehr frisch, das muss man natürlich so dazu sagen. Ich habe es ja auch vorhin gesagt, es sind zwar über 2 Jahre alte Tabake anscheinend verwendet worden, aber wenn das Boxing Date ganz frisch ist, dann ist die Zigarre einfach ganz frisch. Also ich bin überrascht, dass sie so ein Pep hat. Abbrand ist echt schön, Rauchvolumen ist schön, Gegenzug ist perfekt. Ich weiß nicht, was die Leute da immer mit den Kubanern haben, mit dem schlechten Gegenzug. Ich habe es Aber gelesen bei dir, du hast da einen ja. Kommentar zu abgegeben. Ja, weil ich, die letzten Wochen liest man das ja nur noch, dass die Kubaner Scheiße machen und die sind nicht mehr so von der Qualität. Und dann fragt man mal, ja, wie lagerst du die? Ja, bei 75% mit allen anderen Zigarren halt irgendwie. Und das ist meiner Meinung nach halt einfach viel zu feucht. Und das ist immer so mein Tipp gewesen, so die Kubaner separat lagern und ein bisschen trockener. Und ich habe 95% null Probleme mit den Kubanern. Aber keine Ahnung. Es ging ja so ein bisschen, aber. Ja, so ein bisschen Wind muss man da so doch in die Foren auch reinbringen, dass da so ein bisschen auch eine andere Stimme mal kommt. Also ich habe da so eine kleine Rolle eingenommen als Gegenstimme, sage ich jetzt mal. Weißt du, als Böser, der jemandem halt widerspricht. Aber nö, also ich mag Kuba einfach ganz total. Also ich weiß nicht, wo das Problem ist. Jetzt gibt es natürlich die neue Pressemitteilung, hast du ja auch mitbekommen. Da drehen jetzt auch alle am Rad, ne? Ja, Die irgendwie sehr. Angst haben, dass die Millefleur jetzt 20 € kosten wird oder so. Ja, die Aber aktuelle keine Ahnung. Situation ist ja ein bisschen undurchsichtig, das muss man ja mal dazu sagen. Also außer der Mitteilung über Cigar Journal ist ja noch nicht viel passiert. So, Ja. und von daher bleibt es jetzt einfach mal abzuwarten, in welche Richtung das geht. Also für uns alle, für alle Genießer müssen wir jetzt einfach mal gucken, in welche Richtung das geht. Die Marschrichtung und die Positionierung ist klar, wo sie hin möchten. Und auch wenn da jetzt nur gewisse Serien genannt sind, wird sich das durchs gesamte Portfolio durchziehen. Ansonsten
wird es wahrscheinlich keinen Sinn machen. Ja, bleibt mal abzuwarten, wo das jetzt hinführt, ne? Ja, ich meine, Cohiba hat eh jedes Jahr so diesen, im Sommer diese Preiserhöhung gehabt, sowieso schon die letzten Jahre. Also das sind wir ja schon gewöhnt. Und jetzt mal ganz ehrlich, wenn auch eine Mille Fleurs dann mal 6,50 oder 6,90 kostet, das ist die auch noch wert. Also die Mille Fleurs ist ja der Klassiker. Oder auch die Romeo Nummer 2 oder die Patagas Mille Fleur. Wenn die 1, 2, 3 Euro mehr kosten, das heißt ja nicht, dass sie plötzlich nicht mehr lecker sind. Ja, das ist, glaube ich, halt eben so dieses bisschen, dieses deutsche, diese deutsche Mentalität. Die denken halt nicht dran, dass die, also eine Zigarre allein von der Aufzucht bis zu dir, dass da die über 100 Leute da irgendwie anfassen, bis die Zigarre fertig ist. Und das ist einfach Manpower, die da dahinter steckt. Und das muss man auch ein bisschen würdigen, so von der Kohle her, sage ich jetzt mal. Und meiner Meinung nach, wenn die jetzt 1-2 Euro teurer werden, würde mich das jetzt nicht so unbedingt krank machen, sage ich jetzt mal. Ja, ich habe es ja selber erlebt, jetzt auch durch meine Reise in die Dominikanische Republik. Es ist schon... Es ist schon erstaunlich, wenn du es mal selbst miterlebst, was da so hintersteckt, wie viele Menschen daran beteiligt sind, durch wie viele Hände so eine Zigarre geht und mit was für einer Leichtfertigkeit auch ich mich dabei erwische, wenn ich durch das Zigarrenregal schaue und nach Deckblättern unterscheide, ist die Zigarre jetzt irgendwie das Geld wert oder nicht und hast du nicht gesehen. Das ist schon manchmal erschreckend. Ne? Also es ist faktisch offensichtlich, dass du sowas durch die Bank weg nicht einheitlich gestalten kannst. Es hat weder was mit Geschmack noch mit der Qualität zu tun. Ansonsten, wenn du nur perfekt willst, dann zahlst du halt auch nur perfekt. Und ansonsten gehört da einfach auch ja, dieses Ruffle auch so ein bisschen dazu, dass es halt auch mal anders sein kann. Ne? Ja, also ich denke, letztendlich sprechen die Zahlen trotzdem für kubanische Zigarren. Ich meine, viele motzen dann rum, aber letztendlich werden die trotzdem weiterhin vom Absatz her so konsumiert werden. Also ich bekomme jetzt schon viele Nachrichten, ja, was empfiehlst du als Alternative? Was empfiehlst du als Alternative zu Kuba? Aber zu Kuba oder auch zu egal welchem Land gibt es keine Alternative, weil jedes Land, zum Beispiel Brasilien, ich bin ein Mega-Freak von Brasilien und den wirst du woanders nicht kriegen, den Geschmack. Ja, also die Arapiraca-Geschichten und die Willigerdo-Brasil-Geschichten, Claro, mein Geheimtipp, das findest du nirgends und deswegen darf man das halt nicht so angehen, meiner Meinung nach. Nein, das ist der falsche Weg. Kuba ist mit Sicherheit auch eine ganz klare Entscheidung für das Geschmacksprofil, das du da haben möchtest und das sich dort auch erwartet. Preislich gesehen, ja, ist es mit Sicherheit für viele jetzt auch ein Schlag, wo sie sagen, okay, dann können wir das zukünftig nicht mehr. Es rückt aber natürlich auch andere Zigarren aus Kuba mehr in den Fokus, sich auch einfach mal damit mehr auseinanderzusetzen und einfach auch mal sich dort durchzuprobieren, denen auch mal eine Chance zu geben. Denn wir sehen es ja selber jetzt auch durch die sozialen Medien, steht natürlich immer vieles im Fokus, das nach viel aussieht. Und wenige gehen da eigentlich über Geheimtipps oder Preis-Leistungssieger, sondern ja, greifen dann immer voll zu. Und das merke ich natürlich auch bei meinem eigenen Kaufverhalten. Also mir ist es ja fast kaum noch möglich, irgendwie mal eine Zigarre zu kaufen, die aus Kuba kommt, die jetzt einfach mal selten und besonders ist, nur weil ich sie einmal probieren möchte. Ne? Sondern ja, aber dann viele Gruppen. Das Problem ist halt, viele führen jetzt diese Qualität an, die sagen, hey, Kuba ist zwar Kuba, aber wenn jetzt die Preise sich erhöhen, dann machen die das nicht mehr mit diesen Ausfällen. Das sagen viele, von der 10er-Kiste fallen mindestens 3 aus und so weiter. Aber wenn die jetzt alle nach Nicaragua von mir aus gehen, dann haben ja die in Nicaragua auch wieder mehr diese Rollen müssen und dann haben die auch wieder mehr Zeitdruck. Dann haben die auch wieder, meiner Meinung nach, dann eben ja die Kacke am Dampfen. Und da werden dann auch Qualitätseinbrüche zumindest kurzfristig entstehen, wenn da jetzt so eine massive Umschichtung passieren sollte. Dann werden die bestimmt ja dann auch irgendwie, dann weißt, dann müssen die auch eine nach der anderen machen und dann werden auch Fehler passieren. Also das wird sich ja dann nur verlagern, oder? Ich weiß nicht. Theoretisch. Naja, die Kubaner sind natürlich nach wie vor sehr stolz auf ihr Handwerk und sie produzieren ja oder sie rollen natürlich die Zigarren auch immer noch in totaler Handarbeit. Ne? Und das haben wir natürlich in vielen anderen Ländern, wo wir mehr über Masse produzieren. Da haben wir natürlich andere Verfahren mit diesem Überrollverfahren, wo wir quasi, gerade auch wie bei Vega Fina zum Beispiel, da hast du natürlich durch den viel höheren Output
natürlich durch dieses Verfahren mehr Zigarren, die du produzieren kannst, in einer gleichbleibenderen Qualität. Ja, das heißt natürlich, dass du das schon in gewisser Weise beeinflussen kannst. Und da schlägt so ein bisschen natürlich das gewollte Handwerk quasi die Produktion, die ein wenig mehr auf die Masse geht, auf die mengenmäßige Produktion. Ja, aber wie du das angesprochen hast, dein Trip jetzt, dein Domrep und so weiter, das für viele, die haben das halt nie gesehen. Deswegen liest man dann immer nur so einen Text ab und dann denkt man, man weiß alles. Aber wenn man mal vor Ort war, dann denke ich mal, gehen dann wirklich viele Augen auch auf. Und für die, wo zuschauen, kauft Corrida Brasil zum Beispiel oder die Corrida Nicaragua ist auch sehr lecker. Billiger do Brasil. kauft bei Billiger. Nee, das sind tolle Zigarren. Vor allem, du denkst halt immer, ja okay, 6, 7 Euro und so, aber das sind halt, ja, die sind halt von der Qualität her auch absolut bei 100%. Und ja, das ist schwierig. Wie gesagt, dieses Deutsche, dieses günstig, doch, aber dann das Beste erwarten und so weiter und so fort. Es ist halt trotzdem ein Naturprodukt und ein Handprodukt, handgemacht. Das ist halt immer, deswegen halt, wenn ich das in den Gruppen dann immer lese, so, dann finde ich das immer so ein bisschen lustig. Du, es geht ja mittlerweile auch um kaum noch was anderes, ne? Außer zu sagen, wie alt ist die Zigarre, was ist das Boxing Date und. Da geht es ja gar nicht mehr um andere Werte. Ja? Und es geht ja kaum darum zu sagen, eine Zigarre kann auch mal mir nicht geschmeckt haben und trotzdem kann sie handwerklich einfach toll gemacht sein. Ja? Und dafür brechen wir ja Tag für Tag die Lanze. Ja? Also wir müssen uns ja nicht darüber unterhalten, dass für jeden Filliger in Frage kommt oder eben auch nicht. So, der Wettbewerb darf ja ganz klar da sein. Aber der qualitative Anspruch ist ja für alle derselbe. Und wenn mein Geschmacksprofil nicht getroffen wird, alles in Ordnung. Dennoch ist der qualitative Anspruch und das, was dahinter steckt, maximal. Um das eben dann aber auch noch, sagen wir mal, vom Kaufpreis her darzustellen. Und da wünsche ich mir manchmal ein bisschen mehr Gelassenheit, ja? Ja. Das meinte ich halt eben. Deswegen habe ich ja so auch zum Beispiel die sagen, es gibt nirgends Kubaner zu kaufen, dann machen sie den Preis noch teurer. Deswegen habe ich geschrieben, also wenn ich jetzt hier in die Casa zum Sigi gehe, da könnte ich locker 20.000 Euro liegen lassen, nur für kubanische Zigarren. Das sind halt dann nicht die ultra raren Geschichten, sondern einfach die Klassiker, die schon immer geschmeckt haben. Und also die Aussage, es gibt keine Kubaner mehr und die sind alle scheiße und so, ich weiß nicht, woher das kommt. Das ist aber, glaube ich, auch viel Nachgeplapper. Weißt, also ich habe null Probleme. Also klar gibt es mal so eine kubanische, wo ich sage, scheiße, ich muss jetzt 20 Mal nachzünden, aber ich habe sie bisher immer runterrauchen können. Es gab nie irgendwie was, wo ich gesagt habe, scheiß Kubaner oder irgendwie so. Also von dem her kann ich das nicht so ganz nachvollziehen. Aber ja, das habe ich vorhin auch gesagt, es gibt so dermaßen viele gute Zigarren eigentlich in Deutschland. Also da sind wir schon eigentlich ziemlich verwöhnt. Also und immer diese Absolut. Jagd nach was Neuem, nach was Besserem, nach was Günstigerem gleichzeitig. Also ich meine, jeder Blend war irgendwie doch schon mal da, oder? Das ist wie Metal-Musik, jedes Riff war irgendwie schon mal da. Also wie du sagst, mehr so Gelassenheit an die Sache rangehen, ne? Ja, du, wie du schon sagst, es ist alles in Hülle und Fülle da. Wir haben Limitadas en masse, also schon fast mehr, als wir überhaupt wegrauchen können. Und du bist ja im Grunde genommen ständig auf der Suche nach was Neuem, um dich schnell wieder auch unterhalten zu lassen. Ne? Und das ist wirklich auch, man muss sich auch mal sagen, auch für den Händler absolut schwierig, ja, das irgendwie auch alles noch darzustellen und immer da auch sich am Zeitgeist zu bewegen. Also das ist ja fast gar nicht mehr möglich. Ja, die haben auch, also hier in Herrenberg beim Kahn kennst du ja auch, der hat halt einfach einen ganz, ganz kleinen Humidor und der kann halt nicht jedes neue Zeug dann direkt austauschen, weil das andere ist ja noch da. Was macht er denn damit? Deswegen ist es halt dann schon auch schwierig, wie du sagst, diese Vielfalt reinzubringen, das Neue ständig anzubieten, diese Jagd nach dem Neuen. Also ich habe viele Gespräche, wo ich sage, hey, deswegen sind die Kubaner eigentlich so cool. Du hast Monte Cristo Nummer 1, 2, 3, 4, 5 und die sind seit 120 Jahren genau so und du weißt, was du kriegst und du brauchst eigentlich nicht unbedingt jeden Tag irgendwie eine neue Anilla, eine neue Box dazu und ja, weiß ich nicht.
Also ich bin jetzt auch ein bisschen weggekommen von diesen Limitadas hinterherjagen, sage ich jetzt mal. Ich habe mir auch die Jalapa nicht mehr in Kistenweise gekauft. Ich habe beim Jürgen noch 3 Kisten Fusion von Vegafina gekauft und 3 Kisten von ihm, glaube ich, auch hier aus der Tiger. Ich habe bei ihm alles leer gekauft und mittlerweile denke ich auch, also jetzt ist dann auch mal gut. Du, absolut. Und wie gesagt, was zum Beispiel auch total interessant ist, wo wir es auch gerade haben von der Vielfalt her, Limitada hin, Limitada her und jetzt auch von Kahn in Herrenberg, sich da auch einfach wieder mal so ein bisschen mehr darauf zu besinnen, was der Händler auch für einen bereithält. Er hat am Ende das Gespür dafür, was am meisten passiert. Ich war jetzt vor 2-3 Wochen war ich zu Besuch in Köln beim Thorsten Brien. Gartentraum. Der hat ein neues Geschäft und eine neue Lounge eröffnet mit begehbarem Humidor. Total cool. Weißt du, der hat auch nicht alles, was er auch nicht braucht, aber das, was er hat, hat er sich gut ausgesucht und dann setzt er immer noch so ein paar Nadelstiche, hat ein paar toll abgelagerte Geschichten. Und was mir da sehr gut gefällt, er verbindet das auch immer mit einem Besuch in seiner Lounge. Ja? Einfach mal zu sagen, komm vorbei, hier vor Ort könnt ihr es rauchen. Ich verkaufe es gar nicht kistenweise, weil das ist nicht die Schwierigkeit. Ja? Also auch die Leute wieder zurück zum Genuss holen und zu sagen, raucht es bei mir, probiert es in toller Runde, in toller Gesellschaft. Macht viel, viel mehr Spaß. Ja? Richtig coole Nummer. Ja, da schmeckt die Zigarre dann auch ganz anders. Ne? Voll. Wenn du so einen coolen Abend hast, Leute um dich rum, dann nimmst du das einfach intensiver irgendwie oder gelassener teilweise auch, wie das ist, ja. Nimmst du das gelassener wahr. Also, wie gesagt, jeder Blend war meiner Meinung nach irgendwie schon mal da. Ich weiß nicht, viel ist natürlich auch Marketing, mit wenn sie dann im Keller angeblich noch einen Ballen Tabak gefunden haben, der 1000 Jahre alt ist angeblich, der von was weiß ich wem noch angefasst wurde. Es ist meiner Meinung nach viel Markt. Natürlich, da es geht um Geld, natürlich Geld vom Markt, also Zigarren verkaufen, Geld machen und so weiter. Aber man sollte die Kirche so ein bisschen im Dorf lassen und der Zigarre eben auch mal Fehler erlauben. Also man muss sie halt nochmal anzünden. Mein Gott, deswegen ist sie keine schlechte Zigarre, ja. Meiner Meinung nach. Ja. Also. Und die Entwicklung auch gerade, wo du vom Lagern gesprochen hast, die Entwicklung ist ja auch nicht linear. Ja? Du hast ja über die Jahre auch immer wieder Ausschläge, ja. Also es kann ja wirklich sein, dass du dir eine Zigarre hinlegst und sie eben nach 3 Jahren eben das Potenzial gar nicht so weit ausschöpft, wie zum Beispiel nach 4 oder 5. Und dann kann es auch wieder runtergehen und wieder hoch. Es ist ja, du kannst ja nicht das Maßband anlegen und sagen, ja, das geht immer nur steil bergauf, so. Und deswegen ist das Ganze auch einfach ein stetiges Ausprobieren, genießen, in der richtigen Umgebung rauchen. Spaß an der Freude haben, ja, das darf nicht verloren gehen. Dieses Verbissene, das brauchen wir nicht, dafür wollen wir es gar nicht tun. Bei bestem Wetter mal kurz online gehen, ein kleines Pläuschen halten und so darf es doch am meisten Spaß machen, oder? Genau, das war halt eben, denke ich mal, eben auch so ein Backlash von der ganzen Corona-Geschichte, dass viele sich im Prinzip aufgestaut haben, weil sie sich auch nicht treffen konnten so richtig, weißt du? Also zum Beispiel auch die Cohiba in Stuttgart gibt es jetzt, glaube ich, auch nicht mehr. Das ist super schade, weil viele haben halt daheim für sich so irgendwie geraucht oder auch gar nicht, weil viel Regen war und so. Und das merkt man irgendwie auch bei den Menschen, dass das fehlt einfach so, die Kommunikation, dieses Treffen, dieses Zusammensein, Grillen oder ein Meeting machen oder wie auch immer. Das merkt man manchen schon so ein bisschen an. Also das deswegen halt eben auch diese Facebook-Gruppen, da wird viel Negatives natürlich gesprochen, aber unterm Strich kaufen sie trotzdem die Zigarren. Also, weil diese Liebe zu den Zigarren, die bleibt trotzdem. Ob jetzt eine Zigarre mal schlecht abbrennt oder mal ein Euro teurer wird. Es geht ja nicht ums Geld, meiner Meinung nach, sondern um die Zeit, die du für dich selber dann meiner Meinung nach nimmst und sagst, hey, ich möchte 2 Stunden hier einfach niemanden um mich rum haben oder so und einfach die Zigarre genießen. Und dann ist egal, ob die Zigarre so wie in dem Fall hier 30 Euro. Ja, ich hab's gehört. Ja, also ich glaube, das war ja aber auch eine der ersten, die so diesen Preisanstieg irgendwie mitbekommen hat, weil ich glaube, vom Dreivierteljahr war die Rede von der Legados, dass sie so 22, 25 Euro kosten soll, aber jetzt halt eben diese 30, aber ich meine, gekauft wird sie trotzdem, also die reißen sich trotzdem drum, also von dem her schwierig. Ja, hier ist er doch, der Zigarrentraum. Hey, servus. Hey. Hi, Danai. Ja, also ich habe von ihm ja auch schon ein paar gekauft und auch zum Beispiel die Vegafina Year of the Dog war ja auch von ihm. Genau. Und ich habe ihm auch was zugeschickt. Ja, da ist er schon viel zu haben, das weiß ich wohl.
Ja, aber er hat das System auch verstanden, ja. Also muss man auch mal dazu sagen. Er ist wirklich aktiv, hieß ja. Er beteiligt sich, er ist in den Gruppen da. Ich habe ihn bei den Habanos Day kennengelernt, super umgänglich. Das macht halt dann auch Spaß, weißt du? Also jeder hat ja auch so die Möglichkeiten, alle Kanäle zu bespielen und mitzunehmen. Und jeder, der das macht, bietet halt eine möglichst große Fläche, sich dem Publikum darzustellen. Und ja, das siehst du am Ende auch. Guck mal, da lacht er sogar. Ja, der lacht aber nur wegen unseren komischen Frisuren, glaube ich. Kennen und lieben gelernt. Guck mal, das wollten wir doch hören. Ja, ich habe extra heute die Mütze aufgesetzt, weil ich heute nicht so kameratauglich war. Ich wollte auch, eigentlich auch nur eine Zigarre kurz rauchen. Ich wollte dein Video auch gar nicht crashen. Ich glaube, da kann man nichts crashen. Bei mir kann man nichts crashen. Aber ja, was gibt's Neues bei Filigor bzw. Vegafina? Haben wir jetzt die Jalapa am Start? Kommt da eigentlich noch eine Gran Reserva oder hast du, glaube ich, mal gesagt, das Gran Reserva wird eingestellt bei Vegafina? Also war nicht im Jahresplan 2022 vorgesehen. Das müssen wir mal so sagen. Da sind einfach andere Projekte vorgesehen, die aktuell zumindest noch nicht genannt werden, weil sie eben noch nicht in den Startlöchern sind. Das ist ja dann auch immer so die Frage, auch jetzt durch die Corona-Zeit, wie kriegen wir die Zigarren eben nach Deutschland, wie pünktlich kommen sie an und. Das ist ja dann immer so die Sache. Deswegen ist es immer schade, wenn wir da Daten im Vorfeld nennen und dann am Ende nicht den Handel so direkt beliefern können, wie wir das wollen. Für uns, Filiga, ist jetzt aktuell erstmal das Thema Nicaragua an oberster Stelle. Wir haben da ja ein neues Werk eröffnet und das soll natürlich jetzt auch mit neuem Leben gefüllt werden, also mit Zigarren, die wir von dort aus bekommen. Da sind wir gerade in der Phase, wo wir sagen, okay, neben der La Libertad, die ja als Marke schon bekannt war, aber eben nach Nicaragua rübergezogen wurde. Und dann kommen eben auch neue Projekte dieses Jahr an den Start, die wir dann definitiv groß promoten wollen. Ja, also das ist so. Also unter dem alten Namen oder kommt da wieder eine komplett neue Marke mit dazu? Wie diese La Libertad und so weiter. Also da kommen jetzt neue Serien natürlich, ja. Die La Libertad war natürlich auch eine strategische Frage einfach, weil wir die bislang immer noch bei Plasencia haben fertigen lassen, hat aber eben dann nicht mehr das größte Volumen ergeben, sodass man das jetzt hätte da lassen müssen oder wollen, weil wir auch einfach gesagt haben, wir wollen da auch ein bisschen am Geschmacksprofil arbeiten, denn wie du schon gesagt hast, die Geschmäcker ändern sich, sie gleichen sich an. Und da haben wir einfach versucht, einfach auch nochmal ein bisschen einen draufzusetzen. Und dann kommen aber eben jetzt auch neue Projekte hinzu. Ja, also das Werk ist jetzt, steht jetzt, wir haben da die Rollerinnen, die sind auch alle soweit fit, dass wir da richtig Gas geben können. Und wir haben eben auch noch mächtig Luft nach oben. Ja, ich finde diese Ometepe-Geschichte aus Nicaragua sehr interessant, weil sie halt eben auch diesen peppigen, würzigen Charakter hat. Also die Vegafina Ometepe war ja schon richtig geil. Und eben natürlich die Plasencia hier, Fuerte, die hat auch diesen Ometepe-Tabak aus Nicaragua. Also wenn ich einen Wunsch einbringen darf, dann guck mal, dass du ein bisschen Ometepe-Tabak... Aber ich glaube, die sind relativ... du kannst nicht so viel anbauen wegen dem Vulkangestein, oder wie ist es da? Genau. Weißt du da irgendwas? Ja, genau. Also ich gehe ganz fest davon aus, dass das zum großen Teil einfach auch am Einkauf liegt. Also es ist ja jetzt nicht so, dass da jetzt... unbedingt jeder eigene Plantagen unterhält, sondern du hast ja die Möglichkeit eben auch dort über Zwischenhändler Tabake einzukaufen. Dann ist eben die Frage, was steht zur Verfügung? Ja, also ich kenne jetzt die einzelnen Gegebenheiten von Plasencia und Vegafina nicht. Wir unterhalten da jetzt selber keine Plantagen. Es ist aber mit Sicherheit möglich, wenn du das jetzt wirklich möchtest, da auch dran zu kommen, ja, unter gewissen Umständen. Okay. Ja, aber klar, wie du schon sagst, die Mengen sind natürlich limitiert. Ja. Ja gut, die Fuerte bei Plasencia sind schon ein bisschen preisintensiv, deswegen wahrscheinlich auch. Aber ist halt eben, hat so einen eigenen Charakter irgendwie so, finde ich. Ja, genau. Das ist natürlich dann der höchste Ausschlag, den sie so haben. Und das ist wirklich auch dann die Premium-Linie. Und das machen sie auch hervorragend. Und wir sind da, wie gesagt, auch an ein, zwei Projekten dran, die jetzt hoffentlich Mitte des Jahres spruchreif sind, beziehungsweise... Letzten Endes ist ja die Intertabak so der Richtwert, wo wir versuchen, alles am Start zu haben, dass es für jeden auch spruchreif ist. Ne? Nach aktuellem Stand findet sie statt, nach aktuellem Stand sind wir auch dabei. Mhm.
Und demzufolge versuchen wir natürlich da auch Vollgas zu geben, um das ja, der breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. Hört sich doch schon sehr interessant an. Ja. Da tut sich also was. Es tut sich was. Herr Villiger hat nochmal Vollgas gegeben und nochmal kurz mit fast 92 Jahren in Nicaragua ein Werk eröffnen lassen. Na ja, klar. Aber das hält auch jung. Sowas hält ja fit. Ja. Ja. Also wenn du da verkalkst im Alter und dich halt nicht mehr im Prinzip selber förderst, sage ich jetzt mal, dann verkalken die Leute. Also mein Vater ist ja auch 80 jetzt. 80 ist ja auch schon eine Zahl. Und was sowas angeht, beschäftigt er sich halt gar nicht mehr. Und man merkt schon so ein bisschen, da kriselt es schon bei ihm so ein bisschen. Aber sowas finde ich ja cool, wenn der noch Gas gibt und fit ist. Ich meine, ja, Applaus. Hört sich doch gut an. Ich habe ihn jetzt noch nie gesprochen. Einmal auf der Interpabak habe ich ihn kurz gesehen. Ja, schon eine Persönlichkeit, ne? Also ich habe natürlich jetzt auch mit der neuen Tätigkeit ein wenig mehr Einblicke oder auch ein wenig mehr Kontakte. Ah. Also ich habe jetzt, letzte Woche war ich in der Firmenzentrale und dann bin ich auch mal ganz kurz zu ihm reingeschlichen ins Büro. Er ist jeden Tag nach wie vor da, muss man ganz klar sagen. Mhm. Ja, er ist eher jemand, der zur späteren Stunde aufschlägt, das heißt, er kommt meistens gegen späten Nachmittag und ist der Letzte, der das Unternehmen verlässt. Und ist nach wie vor dabei, ist an allen Projekten beteiligt, weiß über alles Bescheid, möchte das auch nach wie vor und ja, hat nach wie vor ganz klar den Finger auf allem drauf, hört zu, raucht mit, hat die Ideen und das ist einfach nicht wegzudenken, muss man ganz klar mal so sagen. Und wie du siehst, ich gehe rein, ich spreche kurz mit ihm, er nimmt sich die Zeit, das ist natürlich einfach mega so und da habe ich jetzt auch lange darauf warten dürfen können, aber umso spannender jetzt mit ihm im direkten Austausch zu sein, ja. Okay, cool, hört sich sehr cool an. Und was sind so seine Lieblingszigarren zurzeit, wenn du schon so mit ihm gesprochen hast? Ja, also ich kann dir gar nicht genau sagen, was seine Lieblingszigarren sind. Wir haben über verschiedene Themen gesprochen, eben natürlich auch über die Fifth Avenue, über Kuba, über all das, was so ansteht, über das neue Werk in Nicaragua. Da hatte er aber auch ein paar Rauchmuster schon da, die ihm sehr gut gefallen haben. Er ist nach wie vor, und das ist auch kein Geheimnis, leidenschaftlicher Kuba-Raucher. Das kann man ganz klar so sagen. Das macht er einfach gerne. Und das macht er auch sehr häufig. Und nach wie vor natürlich auch noch großer Brasilien-Fan. Ne? Dafür brennt er einfach. Das ist seine ganz große Leidenschaft, die er nach wie vor auch immer wieder nach vorne trägt. Aber er raucht natürlich auch weniger. Ja? Das darf man ja mit 91 Jahren auch mal gerne ein bisschen runterschrauben, den Konsum. Ja, Brasilien ist irgendwie so nicht so irgendwie im Gespräch. Also ich kann mich noch erinnern, auch beim Kahn, das war vor über 10 Jahren. Also ich habe eigentlich schon wegen Schwarzenegger eigentlich schon früh angefangen, hier und da mal eine Zigarre zu rauchen. Mein Bruder ist ein bisschen älter und der hat immer geraucht und hat mir immer eine mitgegeben. Und da habe ich die Alonso Menendez mal mitgenommen für 4-5 Euro, also Brasilien puro. Und ich weiß nicht, was es ist. Das ist einfach schon was Besonderes irgendwie. Und ich finde es schade, dass es irgendwie so ein bisschen, also habe ich so das Gefühl, ich weiß nicht, wie du das siehst, dass das Brasilianische irgendwie so verpönt ist irgendwie so. Das wirkt irgendwie so günstig oder irgendwie so, habe ich so das Gefühl. Aber es ist ja irgendwie gar nicht, das sind ja sehr, sehr hochwertige Tabake. Also. Ja, es ist natürlich sehr viel Aufklärungsarbeit, die wir da immer wieder leisten müssen. Das heißt also, Brasilien ist, sagen wir mal, aus der Geschichte heraus eher etwas, was man aus dem Preiseinstiegssegment kennt. Hat sogar so weit geführt, dass Sumatra und Brasilien eher synonym dafür geworden ist, Zigarillos mit einem hellen oder dunklen Deckblatt zu rauchen. Wobei noch gar nicht im Vordergrund stand, wie viel Brasilien jetzt eigentlich verwendet wird, aber es ist eben ein dunkles Zigarillo mit einem Brasil-Deckblatt und deswegen war das schon ein Synonym dafür, wir rauchen Zigarillos mit einem dunklen Deckblatt. Und das hat natürlich dazu geführt, dass das Preisgefüge so weit runtergeschraubt war, dass du natürlich jetzt mit den Preisen, die wir aktuell aufrufen, natürlich wirklich Schwierigkeiten bekommst, das auch zu vermitteln. Ja, das heißt, noch bevor über die Qualität und das Geschmacksprofil gesprochen wird, steht immer der Preis im Vordergrund. Und das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Und wir haben natürlich auch mit Brasilien ganz andere Einfuhrbestimmungen, wie wir das aus anderen Ländern haben. Und die machen es natürlich auch
schwierig, die Preise so darzustellen, wie wir es auch zum Teil gerne möchten. Ja, also wir haben andere Einfuhrzölle, die wir zahlen, und die können wir halt auch nicht umgehen, wenn wir dort produzieren. Ja gut, das ist halt wieder eine Information, die man als Normalo gar nicht weiß. Ist natürlich interessant, das zu wissen, dass, ja, dass es halt einfach so Steine im Weg gibt, die man überwinden muss und deswegen halt grundsätzlich dann eben andere Preise gefahren werden müssen. Zum Teil ja. Also es ist so. Wir haben das in anderen Ländern nicht. Also wenn wir jetzt uns Zigarren aus der Dominikanischen Republik besorgen oder dort produzieren lassen, dann haben wir eben diese Einfuhrzölle nicht. Ja. Und das stellt sich natürlich anders dar. Zum anderen produzieren wir natürlich auch nicht in solchen unfassbaren Mengen, wie wir das natürlich auch mit den generellen Zigarren machen, die bereits am Markt etabliert sind. Und es soll ja eben auch was Besonderes bleiben. So, also sind natürlich auch die Tabake besonders. Schlägt natürlich alles auf den Preis mit drauf, ja, ganz klar. Und je kleiner die Verpackungen werden, das ist ja auch immer so eine Sache, ne? Also klar, der Handel verlangt natürlich auch oftmals nach kleineren Einheiten, weil sie natürlich auch einfacher von der Kostenbindung sind und auch einfacher vom Handling. Aber der Preis, der pro Kiste anfällt, der unterscheidet sich dann nicht mehr in so immensen Schritten. Das heißt, für weniger Zigarren in der Kiste musst du natürlich auch die Einzelzigarre anders kalkulieren. Und ja, da sind natürlich immer größere Gebinde von der Kalkulation her interessanter. Gibt es da eine Alternative? Weil ich finde eigentlich zum Beispiel solche Fresh Packs, viele finden die eigentlich auch gut, viele finden die billig, aber ich finde eigentlich, wenn du so Vierer oder Fünfer Fresh Packs irgendwie anbietest, finde ich eigentlich auch vom Transport, wenn du geschwind mal eine kaufst, so ein Fresh Pack, Vierer, Fünfer Pack, finde ich das eigentlich ziemlich, ziemlich interessant eigentlich. Kann man doch theoretisch auch preislich was sparen, oder ist das sogar teurer, so ein Plastikding? So eine schöne bedruckte Plastik-Freshpack-Geschichte. Also ich glaube am Ende ist es nicht so, dass wir das dann preislich, also wenn wir jetzt alles im Freshpack machen würden, nur, dann mit Sicherheit. Aber wenn wir jetzt sagen, wir verkaufen in der Kiste und im Freshpack, dann wird sich der Einzelpreis nicht anders darstellen, nein. Okay. Ja. Okay. Ja, die Nachfrage ist, glaube ich, auch nicht so da mit diesen Freshpacks, oder? Wobei, die kannst du auch schön gestalten, meiner Meinung nach. Die kannst du immer wieder schön verwenden. Kannst ein schönes Boveda reinmachen, also als Reise-Mini-Humidor mitnehmen im Auto oder so. Eigentlich finde ich das gar keine schlechte Idee, aber... Ja, Freshpack ist halt emotional nicht so hoch aufgeladen, ne? Also es ist sehr funktional, es macht sehr viel Sinn und es gibt ja auch Bereiche, in denen wir davon auch sehr viel umsetzen, so ist es ja nicht. Aber die Kiste, so wie es auch der Thorsten schreibt, ist halt nach wie vor das Maß der Dinge für viele, ja, muss man einfach mal sagen. Gut, ja, muss man dazu sagen, klar, es gibt manche Limitana-Kisten, die sehen echt wunderschön aus und auch wenn die Kiste dann leer ist, die willst du dir ins Regal stellen. Aber das zahlt man dann natürlich mit, ist ja klar. Ja. Zum Beispiel die Vega Fina hier auf der Tiger, die war ja Wahnsinn. Die war ja richtig krass, die Kiste. Wirklich wunderschön. Aber ja, wie er sagt, Deutschland ist ein Kistenland. Ja, keine Ahnung, ob es da irgendwelche Zukunftspläne gibt. Aber ja, ich meine, was kostet so eine Kiste pro 10er Kiste? Was ist das dann so? 2, 3 Euro oder 4 Euro? Theoretisch im Einkauf. Ja, also ich glaube, da vertut man sich ganz schön schnell. Also die kosten zum Teil auch sogar mehr, muss man ganz klar mal sagen. Je nachdem, wenn wir jetzt einfach mal auf die Corrida zurückkommen, von der du sprachst, das sind ja schon wieder lackierte Kisten. Da legst du dann auch schon wieder deutlich mehr Geld dafür hin. Wenn du jetzt sagst, du bist jetzt bei klassischen Holzkisten, natürlich deutlich weniger. Aber du bist da schon ganz schön erschrocken, was da an Geld aufgerufen wird, ja. Und wenn du dann natürlich noch preislich die Zigarre attraktiv darstellen möchtest und dann vielleicht noch sagst, boah, ich möchte jetzt irgendwie dem Händler entgegenkommen oder dem Verbraucher und mach's nur in 10er-Kisten, dann wird's natürlich, dann kommt Musik ins Spiel, muss man ganz klar sagen. Mhm. Ja? Okay. Ja, das ist auch ein ziemlich filigranes Thema eigentlich, weil viele sehen halt nur den Preis, der steht dann immer dran für eine Zigarre und das drumherum sehen die dann halt einfach 0,0. Also sage ich jetzt mal, der Durchschnittsverbraucher, der nur kurz in den Laden geht und eine Zigarre kaufen möchte. Und da sind wir wieder beim Thema Wertschätzung, sage ich jetzt mal. Ne? Ja, und es gibt natürlich auch nach wie vor Produzenten, die selber gar keine Kisten herstellen. Ja, also es gibt große Produzenten, die auch die eigene Kistenproduktion mit
im Werk haben. Auch das ist natürlich eine Möglichkeit, anders auf die Nachfrage zu reagieren oder beziehungsweise auch die Kostenspirale darzustellen. Aber wenn du jetzt kleinere Produzenten hast, dann hast du zum Teil nochmal einen separaten Hersteller, der dir nur die Kisten liefert, ne? Okay. Und das wahrscheinlich eventuell auch aus einem anderen Land, dann sind da wieder Einfuhrzölle oder eventuell unter Umständen. Und ja, also wie gesagt, ich bin da nicht mehr so nach dem Preis fixiert, sondern nach dem Geschmack und wie das Ding aussieht. Ja, das unterhält natürlich schon extrem. Ich bin da ganz bei dir. Ja, also das Auge ist da ganz klar mit. Und wir haben natürlich durch die sozialen Medien auch so viele Möglichkeiten, das alles in kürzester Zeit schön darzustellen und schön aussehen zu lassen. Und das macht natürlich auch wahnsinnig Lust auf die ganze Geschichte. Ja. Und das merken wir natürlich auch. Und das siehst du ja jetzt auch durch die Aktivitäten, die ich mittlerweile anstrebe und vorantreibe, auch als Markenbotschafter, dass einfach die sozialen Medien ein unfassbar starkes Medium sind. Ja. Und da haben wir noch gar nicht irgendwie die Kiste angefasst oder die Zigarre richtig riechen können, sondern da geht es erstmal nur um die Darstellung, um überhaupt erstmal den Wunsch zu erwecken, dass diese Zigarre jetzt von dir gekauft und geraucht werden soll. Ja, also es ist die Geschwindigkeit, die da herrscht, ist nicht zu unterschätzen. Ja, und dann, wenn die Kiste da ist, musst du dir ja erstmal auch einen Mann bringen, ne? Und dann sind halt wieder solche Tastings wahrscheinlich ein großes Thema. Und hoffentlich gibt es jetzt endlich dieses Jahr mal wieder mehr Tastings. Ich denke mal, so ein bisschen gelockerter ist es schon im Vergleich zu vor 2 Jahren, oder? Ja, also es läuft an. So die ersten Berichte, die ich auch so von Kollegen oder Mitbewerbern gesehen und gehört habe, laufen sie noch eher etwas schleppend an. Ja, ich kann dir aber nicht genau sagen, woran es liegt. Ich habe jetzt das Gespräch mit dem Händler direkt vor Ort nicht mehr geführt. Aber wir gehen schon wieder in die richtige Richtung, ganz klar. Das Wetter trägt natürlich seinen Teil dazu bei. Deswegen sitzen wir ja draußen und genießen die Zigarre jetzt hier. Das heißt, die Stimmung wird schon besser. Und die Regularien, ja, lockern sich auch ein wenig. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir wieder in die richtige Richtung uns bewegen. Und die Kollegen alle, egal ob jetzt von uns oder auch von den anderen Unternehmen, die stehen natürlich in den Startlöchern und haben Bock. So, es lässt sich immer noch am besten anbieten und auch verkaufen, wenn wir im direkten Dialog sind, wenn wir über die Zigarre sprechen, wenn wir auch die Hintergründe da hinter mal ansprechen, warum die Zigarre vielleicht auch mal schräg abbrennen kann, warum sie vielleicht auch mal nicht vernünftig zieht. Sowas ist natürlich auch eine Aufklärungsarbeit, die wir gerne auch für den Händler leisten wollen. Ja, weil das, was es alles gibt, das kann er nicht alles im Kopf haben und auch nicht alles darstellen. Und deswegen wollen wir händering raus, ja. Ich weiß nicht, gibt es eigentlich sowas wie eine Davidoff-Launch für von Villiger? Gibt es da so ein speziell irgendwie so Habanos Point-mäßig, Casa-mäßig? Gibt es da schon sowas? Oder also ich habe bisher jetzt noch nichts gesehen. Ist sowas vielleicht in Planung, dass ihr sagt, hey, wir machen hier einfach eine schöne Casa, wo nur Villiger und Vega Fina und so weiter. Ist da sowas in Planung? Aktuell nicht. Sowas wird, ja. Also es gibt natürlich viele Ideen. Da müssen wir einfach mal gucken, dass wir uns natürlich auch nicht nur auf das berufen, was andere schon auch gut gemacht haben. Die sollen auch ihren Platz haben. Es ist jetzt so, dass wir ja eine Zigarrenlounge im Fußballstadion des SC Freiburg haben, die wir jetzt für 2 Jahre betreuen werden. Das ist aber auch nicht direkt unsere Lounge, sondern wir sind eben Partner vom SC Freiburg. Das heißt, diese Lounge ist auch eben zugänglich für die Premium-Logengäste, die dort eben dann auch Zigarre rauchen dürfen. Und da war es eben das oberste Thema auch für den Verein, der sehr auf Regionalität setzt, zu sagen, wir nehmen einen Partner, der eben auch aus der Region kommt. Auch wenn wir jetzt natürlich nicht in der Region produzieren, aber wir sind eben aus dem Schwarzwald und deswegen hat das gut gepasst. Und so ein Launch-System, ist aktuell nicht angedacht, nein. Aber es wäre natürlich mal spannend, sowas auch mal auszuprobieren und zu machen, ja, ganz klar. Aber wir verstehen uns natürlich auch nach wie vor als ein Unternehmen, das natürlich auch quasi, ja, wir wollen uns nicht zu sehr spezifizieren, nur auf High-End, sondern wir sind natürlich auch aus der Geschichte heraus ein Unternehmen, das wirklich auch Zigarren für jedermann macht, ja. Das sieht man auch einfach an der Preisgestaltung, dass wir da einfach nach oben hin
einfach nicht ins Unendliche gehen möchten, sondern das eben für jeden zugänglich machen wollen. Deswegen haben wir einfach jetzt in den nächsten 1 bis 2 Jahren den Charakter der Veranstaltung in den Fokus gerückt. Ja, also wir sind viel mit unseren Eventmobils unterwegs. Ich bin jetzt in 2 Wochen bei einem Polo-Event in Braunschweig und das sind so Einblicke, die bekommt der Verbraucher gar nicht so mit, wie viele Groß-Events wir betreuen mit unserem Zelt und wo wir ebenfalls auch mit unseren Zigarren am Start sind. Ja. Nicht schlecht, hört sich gut an. Ja. Ja. Das ist auch ein anderer Weg auf jeden Fall. Ja, ja. Ja. Ja, wie so früher diese Eiswegen oder diese, es gab ja früher noch sonntags der Bäcker, der mit so einem Wagen in die Dörfer gefahren ist, wenn du da so ein Fidigo-Mobil macht oder so. Ja, also wir haben das sieht aus wie so ein Foodtruck, der ist recht neu, ja. Den wir dann eben zu den Festivals mitnehmen. Da spielt es auch jetzt keine Rolle, welches Festival, ob es jetzt nun eher für junge Leute ist, das heißt, wo wir dann halt bevorzugt das Zigarillo-Sortiment anbieten, gerade auch mit den Mini-Green, mit dem Calpurnia-Geschmack, wo wir einfach sagen, da gehen wir voll drauf. Oder eben dann auch mit Zigarren, dass wir die dann auch in den Fokus stellen, unsere Lounge aufbauen. Also es sind unfassbar viele Events, die da gesteuert werden, die leider noch nicht groß genug publik gemacht werden, sodass es halt auch wirklich viele mitbekommen. Ja, also da ist Villiger doch deutlich häufiger Partner, als man das glauben mag. Okay, ja. Cool. Hört sich sehr interessant an. Und weil du die Jugendlichen angesprochen hast oder das Alter an sich, gibt es da bestimmt so Meetings, wie so die Demografie aktuell ist, ob es eine Entwicklung gibt zu den Jüngeren, Generationswechsel oder irgendwie so, weil ich sehe bei diesen Gruppen und auch bei den Tastings immer mehr ganz, ganz, ganz Junge auch am Start. War das schon immer so oder ist das jetzt so ein Phänomen der letzten Jahre? Ja, gibt es da irgendwie so Gespräche intern oder eher nicht? Also es ist ja immer so ein bisschen die Frage, wie man das ganze Thema angeht, dass man jetzt eine Zigarre neu wieder auf den Markt bringt. Und letzten Endes ist jetzt die Geschichte des Markenbotschafters ganz klar der Weg in die Richtung, dass wir junge Leute mehr ansprechen wollen, die Tradition aber weiterhin bewahrt wird. So, das ist einfach so der Fokus, den wir haben. Die jungen Leute sind aber nach wie vor eine riesen Zielgruppe, wenngleich derzeit eher der Trend im Zigarillo-Bereich zu merken ist, wo ganz klar auf junge Leute geschossen wird, die einfach in dem Bereich weiterhin auf den Zug aufspringen sollen. Also die Zigarette verliert ja immens, muss man ja ganz klar mal sagen, aber Zigarillos mit Geschmack, mit einem gesüßten Mundstück gewinnt nach wie vor, ja. Und da gibt es einfach auch viele, die sonst keine Suchtraucher sind, aber eben großen Spaß daran haben, einen Zigarillo zu probieren. Und das ist definitiv ein Markt, der für uns wichtig ist und auf den wir auch ganz klar uns fokussieren, ja. Okay. Ja. Da habt ihr es gehört, Leute. Raucht mehr Zigarillos. Ja. Ich meine, jetzt für den Winter ist sowas ja echt auch eine coole Idee natürlich, wenn man halt nicht rausgehen kann. Ist, oder die, du hast mir auch mal die La Meridiana, diese kleine in dieser Metallschachtel die Minuto, mitgegeben. Ja. Minuto, genau. Also wenn du mal kurz mit dem Hund eine Viertelstunde rausgehst, wenn es regnet oder so, und mal eine Minuto anmachen, ist es schon auch geil. Ja, also muss nicht immer so eine 3 Stunden, oder ich habe es neulich von der Asylum der Ogre mit dem 80er Ringmaß gehabt. Also nach 5 Stunden habe ich dann aufgegeben. Muss ja nicht immer so eine Stundenzigarre sein, ne? Also die habe ich noch nicht geraucht. Ich hatte, glaube ich, mal so eine Kraken. Okay. Und ich war erstaunt, wie gut die sich gemacht hat. Also durch das riesen Ringmaß lassen die sich doch deutlich angenehmer rauchen, als ich das vermuten wollte. Ja. Ja, also Asylum, Shizu oder halt eben der Ogre mit dem Doppeldeckblatt. Man denkt, das sind halt so Party-Zigarren oder so, aber das sind schon sehr potente Zigarren. Also sie sind sehr lecker. Sind meistens halt zu dem Preis Kraken eher geradlinig, aber schmecken einfach. Und das macht einfach Spaß, wenn du so einen Prügel im Mund hast. Und das Rauchvolumen ist einfach geil. Aber oft ist halt so, dass meiner Meinung nach der Abbrand ist halt so ab 60er Ringmaß, wird so ein bisschen, ja, muss man ein bisschen mehr beobachten, sage ich jetzt mal. Aber es ist halt einfach so. Es spricht ja nichts für die schlechte Qualität. Aber es macht schon Spaß, auch so Prügel, ne? Aber habt ihr momentan außer diese Corrida, diese dicke, habt ihr sonst keine Prügel am Start, oder? Die La Meridiana gibt es noch als Gigantes.
Ah, okay. Ja. Gigantes. Ja. Nicht schlecht. Auch super spannend. Es ist aber in der Summe haben wir ja 7 Formate in der Serie. Es ist natürlich schwierig, alles irgendwie gleich darzustellen. Das muss man natürlich ganz klar mal sagen. Und es ist natürlich auch immer so ein bisschen der Saison geschuldet. Ja, also jetzt bei dem Wetter kommen wir natürlich dann wieder deutlich besser ins Spiel damit. Über den Winter war es jetzt natürlich ein bisschen schwieriger. Oder wie du es jetzt auch gesagt hast, die Kuhiba in Stuttgart hat nicht offen. Das heißt, wenn die Möglichkeiten drin zu rauchen natürlich wegfallen, dann ist natürlich auch mit so einem Format das wirklich schwierig. Ja, und ich bin ja selber auch immer in so einem privaten oder persönlichen Dilemma. Also, was mache ich jetzt? Entscheide ich mich jetzt für solch eine Zigarre, die ich jetzt die nächsten 2, 3 Stunden rauche? Oder nutze ich die Zeit und rauche in der Zeit 2 Zigarren, die ich unbedingt mal probiert haben möchte? Ne? Ja, und wie viel ist das Maximale, wo du sagst, was weiß ich, bei 3 Zigarren schmeckst du dann eh nichts mehr? Oder hast du da irgendwie so ein Limit oder gar kein Limit? Sagst du, du kannst es nach wie vor abgrenzen? Weil ich finde, so 2 Zigarren am Abend ist dann schon gut. Sage ich jetzt mal. Ja, also da muss ich auch schon sagen, das ist wirklich gut. Und klar, je öfter du das machst, desto mehr bist du daran gewöhnt und hast vielleicht auch die Möglichkeiten, einzelne Dinge herauszuschmecken. Da bin ich aber natürlich auch immer, dadurch, dass ich oftmals auch eigene Zigarren rauche, weiß ich natürlich auch, was auf mich zukommt. Wenn ich natürlich jetzt Fremdzigarren rauche, also 2 ist für mich auch gut gewesen, bei 3, da muss auch schon die Substanz ganz gut sein, dass ich gut gegessen und getrunken habe. Ansonsten kann man das mal machen, ist vielleicht auch ganz witzig. Wenn man das in der richtigen Runde macht und sich da auch zu austauscht, weißt du, dann bleibt ja auch der Kopf dabei und dann hat man da auch verschiedene Eindrücke. Aber das ist schon wirklich nicht ganz einfach, ja. Weil ich finde es bei den Tastings halt immer ein bisschen, oder da habe ich halt immer den Gedanke, so jetzt sind wir bei der zweiten Zigarre und dann ist eventuell noch eine dritte dabei und dann sage ich, soll ich die mit nach Hause nehmen oder ist es peinlich, wenn ich die nicht rauche? Weil ich mir das dann halt dann schon auch ein bisschen, auch wenn ich oft rauche, dass mir das dann schon auch ein bisschen so zu viel ist und dann weiß ich nicht, soll ich die jetzt wegstecken oder soll ich die doch noch rauchen? Da habe ich dann immer so ein Dilemma in mir selber. Aber ich finde, wenn du 2 Zigarren hast am Abend und die dritte mit nach Hause nimmst oder so, das ist ja auch nicht schlimm. Also. Oh, der Jürgen ist auch am Ja, Start. Guck mal hier. grüß dich, Jürgen. Onkel Jürgen. Crazy Store Biesingen. Leute, geht alle nach Biesingen. Aber der ist, glaube ich, am Wochenende hat er irgendwie so ein Barbecue-Event, oder wie war das? Da ist er gar nicht daheim. Ist nicht wahr. Ich glaube, der hat den Laden geschlossen. Was ist da los, Jürgen? Hä? Da ist irgend so ein Barbecue-Event in Trossingen oder wo war das? Und da ist er auch mit seinem crazy Stand am Start. Ja, also. Nee, ich kann das verstehen. Es ist wirklich nicht einfach. Ich sage dir das so, wie es ist. Klar, das Ziel bei einer solchen Veranstaltung ist immer, möglichst viel rüberzubringen und dem Verbraucher oder dem Gast natürlich auch zu jeder Zigarre was sagen zu können. So, ne? Aber 3 Zigarren ist schon sehr herausfordernd. Und ich habe einfach bei meinen Veranstaltungen auch immer wieder erlebt, dass wir auch ganz viele Jung- oder Neuraucher haben. So, und die sind nach 2 Zigarren einfach Puppe. Punkt. So, das heißt, klar, der Effekt, dass du jedem was zur Zigarre sagen kannst, der verschwimmt natürlich so ein bisschen. Es ist aber auch dann völlig in Ordnung, die Zigarre mitzunehmen. Ja, es ist ja, ihr habt ja Eintritt bezahlt und dann soll die Zigarre natürlich auch für zu Hause sein. Ihr sollt natürlich die auch immer mit maximalem Genuss konsumieren können. Ja, ansonsten ist es wirklich schwierig. Und 3 Zigarren. Plus reden, plus zuhören, plus vielleicht noch eine Kleinigkeit essen oder trinken. Das ist für viele echt schwierig. Und ich sag mal, wie viele Stunden willst du auch am Abend dafür aufbringen, um das zu tun? Ja, das ist nicht für jeden immer machbar. Ja. Da komme ich zum nächsten Thema. Wie weit sollte man dann denn die Zigarre runterrauchen bei so einem Event? Weil viele sehe ich dann, habe ich schon gesehen, die, ab der Mitte haben sie die weggelegt und schon die nächste geraucht. Das ist ja dann auch nicht Sinn und Zweck, oder? Schade ist das. Schade ist das. Ja, schade, gell? Aber es ist natürlich wieder so diese Geschmacksfrage. Also ich habe, wir hatten einen Tasting in der Dominikanischen Republik mit 3 Masterblendern. Und da haben wir dann auch eine Blindverkostung gemacht zum Thema, wie weit die Deckblätter Einfluss auf die Zigarre haben oder auf den Geschmack. Und da haben wir auch einen Tastingbogen gehabt und da ging es darum, den eben auszufüllen, bepunkten und. Und da habe ich dann eben auch die Frage gestellt,
Naja, nach wie viel Minuten oder Stunden seid ihr denn mit eurem Rauchergebnis so weit, dass ihr sagt, wir haben jetzt alles geraucht und probiert? Ja. Und die Meinung geht ganz klar auseinander. Der eine sagt, du, innerhalb von 15 Minuten ist das Ding für mich durch. Da weiß ich genau, was kommt und was mich erwartet. Es gab aber auch Stimmen, die gesagt haben, die Zigarre wird von Anfang bis Ende geraucht, denn dafür ist sie auch gemacht worden und dafür verändert sie sich ja auch durchweg. Und danach möchte ich gerne mein Statement dazu abgeben. Punkt. So, und. Ja, aber ich finde auch, im letzten Drittel ist oft im Prinzip so das Filetstück der Zigarre. Da kommt da wirklich alles zusammen, nochmal vom Anfang, von der Mitte, vom Ende. Natürlich hast du die ein bisschen feucht gemacht durchs Ziehen und so weiter. Und am Schluss stellt sich dann oft die Frage, offenbart sich oft, dann ist es eine gute Zigarre oder nicht, weil viele dann am Schluss dann wirklich sowas von scharf und pfeffrig und unsäglich werden. Aber wenn die dann so wie jetzt bis zum Schluss rauchbar ist, oh, ich hab auch. Wo du deine Finger verbrennst, dann weißt du doch, dass du eine hochwertige, geile Zigarre hast, wenn du sagst, ich möchte die nicht weglegen. Und ja, gut, ich meine, das muss jeder für sich entscheiden. Es gibt welche, die sagen, nee, ich rauche die grundsätzlich nur bis zur Hälfte, weil dann wird sie mir zu stark. Aber dann soll er vielleicht was anderes rauchen, Shisha oder so. Ja, aber es muss ja jeder, das ist ja das Gute, es muss halt jeder so machen, wie er möchte, ne? Also. Aber das ist auch wirklich die eigentliche Kunst, muss man ja mal sagen. Also die Zigarre jetzt irgendwie im ersten und zweiten Drittel jetzt sehr gut schmecken zu lassen, das ist das eine, aber dass sie wirklich bis zum Schluss viel Freude macht. Also ich bin da mittlerweile auch so, mir geht es zwingend gar nicht immer darum, unfassbare Überraschungen zu erleben oder zu sagen, das habe ich noch nie geschmeckt, sondern für mich ist mittlerweile auch es ganz viel wert, wenn ich mich hinsetze und mir die Zeit nehme und sie ist ja, wie ich dir am Anfang gesagt habe, mit Kind wirklich rar gesät, dann bin ich auch echt über Zigarren froh, bei denen ich einfach auch nichts finde, was mich an denen stört. Klar, sie sind dann zum großen Teil auch geradlinig, aber ich habe von Anfang bis Ende einfach Spaß an der Zigarre, ich habe nichts, was mich stört, wo ich sage, boah, hoffentlich überrauche ich das jetzt und irgendwann hört das nicht mehr auf und ich sage, boah, jetzt hast du da irgendwie 45 Minuten für aufgebracht und am Ende mit dem Ergebnis will ich nicht mehr tun. Dann bin ich lieber froh, dass ich sage, von Anfang bis Ende einfach einen guten Smoke gehabt. Dann kann ich das für mich einordnen und dann kann ich sagen, okay, für den und den Moment bin ich da wieder völlig dabei. Und wenn ich mehr experimentieren möchte, wenn ich mehr Volumen möchte, wenn ich mehr Geschmack möchte, dann greife ich eben zu anderen Zigarren, ganz klar. Ja. Und was ist momentan aus dem Hause Filiger deine Lieblingszigarre? Wo du sagst, die kannst du immer rauchen, egal was ist. Wahrscheinlich sagst du jetzt alle. Nein, dafür kennst du mich. Aber Favorit hat auch jeder, oder? Ja, es ist auch wirklich so. Was ich momentan immer rauchen könnte, das ist echt eine gute Frage. Da überlege ich sogar mal, was ich wirklich ständig rauchen könnte. Das ist wirklich gar nicht mal so schlecht, die Frage. Ich bin wirklich ständig am Probieren. Was ich zuletzt wirklich häufiger geraucht habe, war die neue La Libertad-Serie, aber eben im Toro-Format. Nicht in allen Formaten schmeckt sie mir gleich gut, muss ich sagen. Im Toro-Format ist für mich einfach das aktuelle Geschmacksprofil am besten ausgeprägt. Da kommt am meisten bei rum. Deswegen war ich eher beim Toro-Format beheimatet, muss ich ganz klar sagen. Die hat mir somit am besten gefallen. Ja. Und sonst habe ich wirklich auch viel Sanduro geraucht, komischerweise. Ich kann dir gar nicht sagen, warum. Mhm. Ist nach wie vor einfach ein toller Nicaragua-Smoke, der mich überhaupt nicht überfordert, der auch nicht diese ganz starke und krasse Pfeffrigkeit rüberbringt, schön ausbalanciert. Rauche ich doch mit am häufigsten momentan, erstaunlicherweise. Ja, die Sanduro ist schon sehr mächtig. Aber hier der Jürgen wirft was ein, die 130er Jubiläums-brasilianische Zigarre, die war der Wahnsinn, meint er. Und die war auch der Wahnsinn. Also die 130er, diese grüne da, ne, die war schon richtig heftig geil. Aber die gibt's da, hast du gesagt, so eine Kiste könntest du noch auftreiben? Ja, also den einen oder anderen Kontakt habe ich mit Sicherheit noch, wo ich gucken könnte. Ich glaube, der Jürgen, sag doch mal, hast du nicht auch noch was dabei? Irgendwo in deinen Schränken? Der Verlauf aktualisiert sich bei mir gerade gar nicht. Nee, vom Jürgen habe ich die letzte Kiste damals organisiert für uns, für die Kumpfing Christian, Eichele und so. Das war die letzte, glaube ich, von ihm. Okay. Die war schon mächtig, auf jeden Fall. Also die war eigentlich, das ist für mich, das sage ich auch oft, das ist für mich die Benchmark brasilianische Zigarre, die ich bisher geraucht habe. Also die ist
Von der träume ich heute noch. Also das ist auch, also das war ja, da habe ich gerade im Vertrieb angefangen und war recht neu noch dabei und hatte dann natürlich grundsätzlich erstmal die Aufgabe, überhaupt Baden-Württemberg neu kennenzulernen. Und dann kam ich natürlich gleich mit einer 15-Euro-Zigarre um die Ecke, die jetzt für Villiger nicht Tagesgeschäft war. Und da bin ich auch auf sehr viele taube Ohren gestoßen, was ich auch nachvollziehen kann. Es ist ganz klar, es ist eine Limitada, 15 Euro Brasilien. Und dann habe ich natürlich auch nicht für jeden ein Rauchmuster dabei. Wie willst du das auch anders machen? Ich glaube, wir hatten 1700 Kisten oder wie auch immer, wobei, glaube ich, nur 700 in Deutschland gelandet sind. Ich weiß gar nicht mehr die genauen Zahlen. Und dann hatte ich aber den Effekt, den ich wirklich auch sehr schnell gespürt habe, dass die Händler auf mich zugekommen sind und mich gefragt haben, hast du noch? Die ist so gut angekommen bei mir. Und dann hatte ich Gott sei Dank noch die Möglichkeit, im zweiten Turn anbieten zu können. Und dann ging es ganz schnell, dass sie ausverkauft war, ganz klar. Also Jürgen meint, er hat privat noch ein paar Einzelne da, aber die sind unverkäuflich, meint er. Ja, kann ich nach. Sandoro, ja. Die Sandoro ist so dazwischen gewesen, zwischen der 130er und eben zwischen den normalen Do-Brasil-Linien. Die war so ein bisschen stärker, aber trotzdem hat sie noch dieses leicht süßliche, nussige, cremige gehabt. Das war so, die ist so mittendrin so irgendwie. Aber die ist auch irgendwie untergegangen. Die gibt's ja nach wie vor noch, oder? Also die... Die Sandoro? Die Sandoro gibt's, oder? Ja. Die gibt's noch, ja. Aber nicht mehr in dem großen Stile. Ich glaube, wir haben sie in der Kiste, haben wir sie, glaube ich, eingestellt. Okay. Ja, also wir machen das jetzt, glaube ich, dann in den Dreierpackungen noch, ja. Okay. Also die La Libertad Toro ist momentan deine Daily, sozusagen. Also nicht Daily, das möchte ich nicht sagen. Die rauche ich momentan nur mit am häufigsten, weil es ist eine Zigarre, die ich nicht als stark beurteilen möchte und auch nicht einkategorisieren, aber sie hat ein sehr volles Aroma, sehr viele dunkle Aromen, Kaffee, Schokolade, auch ledrige Töne, und das muss man schon wollen und da muss man auch schon vorher sich so ein bisschen auch darauf einstellen, dass man das bekommt. Wenngleich es wirklich für mein Geschmacksempfinden eine mittelkräftige bis kräftige Zigarre ist, aber die Aromen sind dann doch schon sehr in die Richtung gehend. Liest du eigentlich mehr als ich? Du bist schon so am Grinsen. Ja, weil der Jürgen uns jetzt teast, der sagt, er hat noch eine 10er-Kiste am Start, Junge. Aber meint er jetzt Sandoro oder meint er jetzt die 130er? Wahrscheinlich meint er die Sandoro. Ja, vielleicht auch die 130er. Warum aktualisiert sich denn der Chat hier nicht bei mir? Okay, ich glaube, er meint die Sandoro, dass er da noch auch eine 10er-Kiste gebunkert hat. Junge, kein Wunder kriegen wir nichts mehr, weil der Jürgen alles bunkert da in Biesingen. Ja, der weiß schon, wofür. Ja, das sieht man mal, dass das Format einiges ausmachen kann, weil viele sagen, oh, das ist doch dasselbe Blend. Aber die Libertad habe ich die ganz dünne lange gehabt. Das war jetzt, glaube ich, nicht eine Lancero, aber so in die Richtung. Im Corona-Format. Und da kam das. Oder meinst du jetzt, war das von der neuen? Von der neuen habe ich das ganz dünne lange gehabt. Ja. Aber das war, glaube ich, nicht eine Lancero. Ist Corona bei uns. Also so ist sie zumindest ausgeschrieben, ja. Okay, ja, da kam das auch immer nicht so wirklich geil hervor. Und sieht man mal, das Format macht schon auch was aus. Also es ist ganz klar so, das ist meine persönliche Meinung und die darf auch durchaus kommuniziert werden. Im Corona-Format, ich glaube, die Zigarre hat Potenzial, liegen zu bleiben. Und die wird dann toll, denn sie hat das Potenzial, um das auch mitzubringen. Für den sofortigen Genuss würde ich aktuell ab Robusto oder sogar dann auf die Toro direkt gehen, um den maximalen Spaß an der Zigarre zu haben. Ganz einfach. Gut, das hat man ja bei der Vega Fina 1998 Vintage One ja gesehen, dass dieses deutlich dünnere, längere Format auch wieder irgendwie einen ganz anderen Charakter reingebracht hat. Auch wenn die etwas älteren Tabake verwendet haben. Aber das Format macht doch grundsätzlich schon einiges aus. Also deswegen sollte man eigentlich, wenn man Zigarren kauft, eine neue, irgendwie alle Formate mal durch mit nach Hause nehmen und das durchtesten. Genau, richtig. Also um es besser vergleichen zu können, bleibe ich bei Robusto ganz gerne. Das ist immer so der Klassiker. Aber das Format macht schon ganz viel aus. Ja, und deswegen tue ich da auch die Dinge nicht so schnell ab, wie das vielleicht manchmal andere tun mögen. Soll auch jeder so tun. Aber die Toro, die solltest du mal probieren, definitiv. Okay. Ja. Okay. Das ist die. Mach. Ich bin bloß erstaunt. Ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen. Du rauchst ja bevorzugt draußen, richtig?
Ja, bei Wind, Schnee, Regen, Wetter macht mir nichts aus. Das einzige Problem ist halt im Winter, wenn es kalt ist, dass halt diese Feuerzeuge dann halt nicht richtig feuern. Aber ja. Ich bin ja absolut ein Drinraucher, ne? Ich habe das Gefühl, dass einfach die Ergebnisse, ob es jetzt nun Rauchvolumen ist oder das, was ich auch durch die Nase wieder aufnehme, ich habe das Gefühl, da fühle ich mich einfach besser bei. Da komme ich zu anderen Ergebnissen. Natürlich, wenn es ein bisschen windig ist oder so, dann ist der Abbrand natürlich nicht der schönste, aber das muss man ja jetzt in meinem Fall bei den Reviews, das muss man einfach gegenrechnen und sagen, der Abbrand ist zwar nicht der geilste Grad, aber es ist ja logisch, weil jetzt halt gerade Wind am Start ist. Deswegen darf man das der Zigarre nicht übel nehmen. Aber ich weiß nicht, das ist halt irgendwie, ich weiß nicht, das ist wie wenn man so jetzt einen Rum trinkt, alleine im Zimmer ist das was anderes, wie wenn du jetzt halt irgendwie irgendwo sitzt und mit Kumpels oder halt eben auch draußen irgendwie. Das ist trotzdem für mich irgendwie. Ich weiß nicht. Also, ich mache das schon auch gerne im Zimmer, definitiv, klar, aber halt ganz selten eigentlich. Also, jetzt nicht vom Geruch her oder so, sondern das gehört für mich irgendwie so, dieses Robust, dieses Raue, dieses wie so ein Holzfäller. Ich gehe jetzt in den Wald oder gehe auf die Wiese und auch meine Zigarre und laufe mit dem Hund so. Das ist halt irgendwie, keine Ahnung, das ist. Aber du siehst ja, Ja, das vielleicht ist kann man eben völlig das. auseinander. Das lese ich auch immer in den Gruppen. Ja. Also da gehen die Meinungen ja ganz stark auseinander, ne? Der eine so, der andere so. Was natürlich ein Riesenvorteil ist, du riechst nicht von den Klamotten her so nach Zigarre. Also das ist ja so eine Sache, die turnt schon ab, ne? Muss man ganz klar sagen. Ja, ich habe mal das Sakko gerochen, wo ich da mit Werner in der Cohiba dieses Meeting gehabt habe. Das riecht heute noch nach Zigarre. Kriegst, ja, das Ja. musst du waschen, das kriegst du sonst nicht mehr raus. Ne? Aber natürlich, wenn du da sitzt, dann kannst du das bisschen eingrenzen, diese Außeneinflüsse, dass die Zigarre halt einfach besser abbrennt und eben, ja, wie du sagst, dieses Erlebnis, dieses Rauch, diese Dichte ist natürlich dann auch anders. Das ist klar, natürlich. Ja. Aber es ist natürlich auch, wie gesagt, du bist viel mit dem Hund unterwegs, du machst ja auch viele Reviews. Du bist ja nach wie vor mit einem unfassbar starken Output unterwegs. Ich weiß nicht, hast du eigentlich gewisse Tage, wo du release, oder ist das ständig rollieren? Random. Gut, momentan habe ich jetzt, wie gesagt, die Käufe so ein bisschen eingeschränkt, weil ich beruflich nicht weiß, wie es weitergeht. Es ist nur so ein Jahresvertrag immer, der gemacht wird, und deswegen habe ich gesagt, ich möchte jetzt momentan wirklich gar nichts kaufen. Klar, wenn jetzt hier so eine Legados irgendwie mir entgegenspringt, dann nehme ich die natürlich mit. Aber grundsätzlich war es schon so, dass ich dann schon immer geguckt habe, was ist ein neuer Release, und dann habe ich schon geguckt, dass ich so schnell wie möglich das dann halt raushau. Aber jetzt bin ich da nicht mehr so penibel, was das angeht, also wie ich halt Bock habe. Wie gesagt, die Jalapa ist jetzt auch schon seit 4 Wochen draußen, habe ich immer noch nicht geraucht gehabt, ist eigentlich schade, aber. Ja, kann ich nicht alles mitnehmen, weil das halt schon auch ins Geld geht, gell? Also das ist ja random. Mittlerweile ist es einfach random, ja. Es ist ja auch schwierig, bei den vielen Releases da ständig auch am Ball zu bleiben. Wie willst du das auch noch gewährleisten? Ja, deswegen habe ich gesagt, ich tue mich jetzt halt konzentrieren auf das, was ich momentan im Humidor habe, und auch das einfach so gemütlich. Und wenn halt wirklich was Besonderes irgendwie kommt, dann gebe ich da noch ein paar Euro aus. Aber ich habe so viel am Start. Also eine ganze 50 Liter Kiste habe ich nur mit Vegafina und also ich glaube, die nächsten Jahre bin ich eigentlich gut bedient so, und deswegen momentan schaue ich da ein bisschen zurück. Also Ja, die ja. Sammelleidenschaft geht da schnell mit einem durch, ne? Ich kenne das ja selber. Also ich bin ja, also ich habe mit Sicherheit auch mehr als genug. Und trotz alledem kommt immer wieder was dazu, immer wieder etwas, was mich interessiert. Ja, man unterhält sich, man tauscht sich aus, und ja, und dann kommt vielleicht auch nochmal Rauchmuster dazu, dann rauchst du wieder die, und es ist wirklich. Ja, wie du sagst, es ist halt so eine Gefahr, wo man sagt, ich muss jetzt das auch haben. Dann, weil ich bin ein Fan von Kistenlagerung, weil das halt meiner Meinung nach am idealsten ist, um halt das Potenzial auszuschöpfen. Und dann musst du wieder eine Kiste, dann sind hier wieder 300 Euro, dann sind da wieder 300 Euro. Und dann hast du am Schluss dann halt echt nichts mehr zum Essen. Gut, das ist nicht mein Problem, ich habe genug auf den Rippen, aber das ist schon so eine Gefahr, ein bisschen, da muss man schon ein bisschen drauf aufpassen. Und ja, also momentan schraube ich das schon ziemlich zurück. Und der Jürgen meint, dass ich sogar bei Windstärke 8 rauchen würde. Ja, würde ich auch. Warum nicht? Also ich bin neulich auch nachts, mein Hund hat dermaßen geschifft, halt, dafür gibt es ja einen Regenschirm. Und unterm Regenschirm kannst du ja gut eine rauchen. Also wo ist das Problem? Ja, ich meine, ich kann das trotzdem genießen. Weil viele müssen halt wirklich, das Wetter muss passen, heute muss ich mich gut fühlen. Das ist ja auch okay, jeder macht es ja so, wie er will. Aber ich kann die Zigarre tatsächlich auch
bei Scheißwetter genießen. Also, ja. Verrückt. Ja, das ist crazy. Das ist crazy. Falls da irgendwas im Chat auftaucht, was wir beantworten können, sagst du gerne Bescheid. Ansonsten, ich lese hier nichts mehr von mir. Nö, das passt. Aber ich würde jetzt auch sagen, weil ich bin jetzt fertig. Dann danke ich für den Zuschaltungsauftrag von dir. Ja, Kann ich das Video verwenden auf Instagram oder so? Oder sagst du lieber nee? Alles gut. Also da ist jetzt nichts gesprochen worden, was hätte nicht gesagt werden dürfen, ganz klar. Das sprechen wir dann nachher. nee, kannst du machen. Ja. Also jederzeit wieder. Schön, dass es geklappt hat, so spontan. Danke, dass du mich dazugeholt hast. Rauch fleißig bitte, weiter, bitte. Viel Freude und genieß das. Ja, wir sehen uns bestimmt irgendwann mal wieder. Also wenn du in Stuttgart irgendwo in der Nähe bist oder auch von mir aus Pforzheim oder so. Ja, es kommen ja immer mehr Events. Also und es sind ja auch neue Events geplant und. Ich versuche jetzt gerade so ein bisschen NRW unsicher zu machen. Da bin ich jetzt bei einigen Veranstaltungen. Hausmesse in Gronau, bei der Hausmesse bei Benden und solche Sachen sind jetzt erstmal die Dinge, wo ich auch erstmal hinfahren möchte, Hallo sagen möchte. Ja, das sind so die Themen, die gerade anstehen. Aber wenn es soweit ist, informiere ich dich und dann schnürkern wir mal ganz schön eine zusammen. Jawohl, sehr schön, Dankeschön. Lass es dir gut gehen, mach's Martin. Gut. Danke, gleich. Bis zum nächsten Mal, Servus. Ciao, ciao. Alles klar.